Hallo Matrosen und Marie hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Pfand für Games. Heute mit dem Pfandvater. Mit dem Manuel, von dem ich dieses Format geklaut habe. Nur er macht's mit Filmen, ich mach's mit Games. Also, naja, was heißt geklaut? Du hast es einfach genommen und weitergeführt, so wie es sein muss. Und dann passt das Ganze. Gut, ja, finde ich auch. Der Manuel ist heute da, weil er ein 10K-Abo-Special macht. Glückwunsch erstmal. Danke. Und es stimmt, was Sie sagen, wenn man 10K erreicht, sieht man automatisch besser aus. Ja, man sieht es unter Wohlstandszweifel. Warum nicht zeigen, wenn es einem gut geht, nicht wahr? Richtig. Nee, also ich bin jetzt hier, weil wir was drehen wollen. Oh. Aber nee, geh nicht zu sehr ins Detail, ist ja, ne? Nein, aber da spielt dieser junge Mann hier auch eine Rolle. Ob vor oder hinter der Kamera, das werdet ihr dann sehen. Ja, das wird was sehr, sehr Geiles. Er hat was ultra Geiles vor und kam zu mir, extra aus München gefahren. Ich meine, Ree, du musst es machen. Genau, und ich bin froh, dass er Zeit hat. Ja, gerne. Ich habe Urlaub, passen. Ach so, mir hat er was anderes erzählt. Echt? Naja. Wir gehen jetzt aber erstmal ein bisschen chillen in den Mediamarkt, in den Müller eventuell. Und genau. Denn ne, ich habe Pfand. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Und schauen wir mal, was geht. Bis gleich. Bis gleich. Neu sammelt Pfand für Game. With you. Also. Warte, auch ein 10. Auch ein 10. 31. Nee, was war's? 31,90. 31,90 Euro habe ich zur Verfügung. Und wie immer, ihr kennt das Spiel. So, ich weiß nicht, wie du das machst. So 10, 20 Euro, wenn es sein muss, lege ich noch aus eigener Tasche drauf. Ne? Ja, wenn es was. Bei Filmen ist es nicht so krass, aber ich sag mal, mit 30 Euro kommst du eigentlich immer ganz gut weg. Bei Filmen, ja. Bei Filmen, weil eine neue Emery Keep Case, was es da in den Läden gibt, im Kaufland, wo ich das Ganze abgebe, kostet so 14,99. 12,99, 14,99, 16,99, das ist so die Range. Und dann kannst du eigentlich immer zwei mitnehmen. Ich nehme dann auch immer die neuesten Releases mit, die ich sonst nicht kaufen würde. Für dieses Geld, 14,99 ist mir zu teuer. Ja. Für eine normale Emerald, man weiß das ja. Ja. In zwei, drei Monaten kostet die Hälfte. Wie ist es bei den Spielen? Kommt immer auf den Publisher an. So, FIFA wird natürlich recht schnell günstig, aber ja. Naja, auf jeden Fall cool. Ich habe endlich jemanden gefunden, der mehr labert als ich. Geil. Also, bis gleich. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ups. Was ist denn? Oh, schaut her, so einer ist der Manuel. Ein guter Samariter. Alter, hier ist die Hölle los heute. Ja, es ist Samstag, aber trotzdem ist normal hier nicht so viel los. Was ist denn los? Keine Ahnung. Es ist der 5. November, haben alle Geld oder was? Vielleicht gibt es was umsonst, mal gucken. Und vielleicht haben sie gehört, dass du da bist. Glaube ich, da wären weniger Leute da. Ja, das allererste, was wir jetzt machen, ist aufs Klo gehen. Ich war schon. Wann? Was? Ja, beim Lehrgut abgeben. Dann gehe ich jetzt. Und dann geht's in den Mediamarkt, der da hinten ist. Da hinten ist der Mediamarkt. Der Manuel macht schon große Augen. Schau mal, ein Müller und ein Mediamarkt direkt nebeneinander. Ja, gibt's und denn sowas, ey? Hier. Sehr geil. Also, bis gleich. So, Blase ist leer. Jetzt suchen wir den... wollte gerade sagen, jetzt suchen wir den Manuel. Da ist er schon. Fragen wir ihn doch mal, wo er zuerst hin möchte. Mediamarkt oder Müller? Mediamarkt. Weil einfach weil oder? Weil einfach weil. Ja. Nee, weil das die Richtung ist. Erst dahin, dann zurück zum Auto. Alles klar, also checken wir mal ab, was da geht. Wie gesagt, der Manuel ist für Filme da. Ne? Ja. Ist das der Cine-Manuel? Ja. Aber heute ohne Pfand, einfach mit seinem Reichtum. Ich geht er hier rein. Mit meinem guten Aussehen. Muss ich noch was drauf zahlen? Kauft alles, was ich euch sage. Alles, was ich euch sage, kauft ihr über meinen Affiliate-Link. Kaum ist man im Mediamarkt bei der Influencer-Abteilung, wen trifft man da? Kauft alles über meinen Affiliate-Link. Ja. Jetzt! Sofort! Link in der Videobeschreibung.
Im Mediamarkt gab es für mich zumindest erstmal nichts, weil ich suche was Bestimmtes heute. Aber vielleicht habe ich ein Müllerglück. Mal gucken. Und du hast ja noch Budget. Ich habe noch Budget. Der hat sich was gekauft, aber das schauen wir uns im Auto dann bei mir an. Genau. Yeah. Yeah, yeah. Da sind wir. Du wolltest in die Spielzeugabteilung, hast du gesagt? Ich? Nein. Achso, falsch verstanden. Sorry. So, ich habe tatsächlich was gefunden im Müller, dank 20% auf Games. Da war aber auch noch ein zweites Game, was ich mir gerne mitnehmen möchte. Und das kostet im Mediamarkt aber 47 Euro und hier kostet es irgendwas mit 60 Euro sogar noch. Und da komme ich selbst mit den 20% nicht an den günstigeren Preis vom Mediamarkt dran. Und was das ist, das sehen wir gleich. So. Aber ich denke, das ist ein guter Deal und für einen Anfang vom Urlaub, da gönne ich mir was. So, wir sind zurück. Also wir, der auch. Und ich hatte ja, wie gesagt, pfandtechnisch knapp 31 Euro. Hab mir jetzt zwei Games mitgenommen. Das war so ein bisschen hin und her bei Müller und beim Mediamarkt, denn im Mediamarkt gab es ein Spiel, das habe ich mir mitgenommen, denn im Müller, da gab es 20%. Mhm. Und da habe ich für Endling Extinction is Forever, das ist ja das gute Stück hier, für die Switch, war bei 29,99 nach den 20% auf 24 knapp sowas. Mhm. Das habe ich mitgenommen und Endling ist jetzt ja so ein Indie-Titel, in dem man eine Fuchsmutter spielt, die ihre Kleinen durch eine gefährliche Welt bringen muss. Okay. Erinnert mich vom Artstyle so ein bisschen an The Last Tree, hieß das Spiel, glaube ich, oder beziehungsweise Spirit, was ein totaler Abklatsch von The Last Tree ist, aber egal. Und dann bin ich noch rübergegangen zum Mediamarkt, denn da war ein Game, was ich mitnehmen wollte, ein Nintendo Exclusive für die Switch. Das hätte selbst nach den 20% im Müller immer noch mehr gekostet als der Preis, den es im Mediamarkt gekostet hat. Denn für 47,99, ich habe noch 2 Euro rausschlagen können. Ganz schlimmer Falscher, der Typ. Aber er weiß, wie es geht. Ja, so muss man es auch machen. Mediamarkt Online-Preis abvergleichen und 2 Euro sparen. Richtig. Geht an der Kasse, muss kein Mitarbeiter machen. Das haben wir heute gelernt, weil Mitarbeiter suchst du vergeblich. Die sind rar. Dachbodenfunde sind das schon. Ja. Diese Mitarbeiter. Da habe ich mir mitgenommen für 47,99 das Kirby. Ne? Und das erste Kirby in 3D erinnert ein bisschen an Super Mario World 3D. Und ich bin nämlich gespannt, weil das Setting in Kirby, das ist so postapokalyptisch. So. Oh. Und Kirby ist ja normal ein ganz süßer, ja, ganz süßes so wie Franchise. Das aussieht, ja. Und dann frage ich mich, ob das klappt halt. Ne? Aber das werden wir sehen. Ja, für beide habe ich dann Pfand abgezogen, sozusagen 20 Euro pro Game bezahlt. Ja. Im Endeffekt. Ne? Geht. Kann man machen. Ja. Muss man sich schönreden, aber geht. Was der Manuel eigentlich gekauft hat heute, das seht ihr dann in seinem Video. Genau. Was mit Sicherheit vor meinem Video gekommen ist. Mal sehen. Ansonsten, war schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Der Pfandfahrer, ne? So wie gesagt. Und das nächste Special findet dann bei mir statt, wenn der Remake mal besuchen kommt. In München. Mhm. Oder so. Oder? Ist auch in München. Nicht ganz. Ja, in der Nähe. Nicht in der Nähe, okay. Also Leute, wie sieht's bei euch aus? Der ein oder andere, hat er schon pfandmäßig auch sowas abgezogen? Wenn ja, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr euch dafür gekauft habt. In diesem Sinne, stay safe, passt auf euch auf, euer Ree. Servus.